Hallo zum heutigen Video. Heute geht es um eine Tiergruppe, die im Volksmund als Wasserbienen bezeichnet werden. Diese in natürlichen Gewässern vorkommenden Tiere haben natürlich nichts mit den Bienen zu tun, aber auch ihr Stich kann sehr schmerzhaft sein und in manchen Teilen der Welt sogar zu einer schweren Hautkrankheit führen. Was diese Tiere faszinierend und gleichzeitig auch für den Menschen gefährlich macht, erfahrt ihr in diesem Video. Die sogenannten Wasserbienen sind eigentlich Rückenschwimmer. Der Rückenschwimmer ist ein stechend saugendes Insekt. Er gehört zur Gruppe der Wanzen. Die meiste Zeit seines Lebens verbringt er im Wasser. Wer einen Gartenteich hat, kann diese Tiere häufig beobachten. Der Rückenschwimmer erbeutet andere Insekten. Dabei initiiert er seinen zersetzenden Speichel und saugt sie aus. Der Stich ist auch für den Menschen schmerzhaft und mit einer Biene zu vergleichen. Daher auch der Name Wasserbiene. Das Tier verharrt in Rückenlage unter der Oberfläche, um auf Beute zu warten, die entweder zum Atmen an die Oberfläche kommt oder in erreichbarer Nähe vorbeischwimmt. Die Tiere können darüber hinaus Oberflächenschwingungen ins Wasser gefallener Insekten aufnehmen. Sie bewegen sich schnell auf die Beute zu, packen sie mit den Mittel- und Vorderbeinen und ziehen sie unter Wasser. Danach saugen sie sie aus. Fast alle Rückenschwimmer sind Räuber, die sich von allen Insekten ernähren, die sie überwältigen. Selbst kleine Fische und Kaulquappen werden gepackt und ausgesaugt. Diese Insekten sind hochspezialisierte Jäger mit einigen faszinierenden Besonderheiten, die sogar dem Menschen gefährlich werden können. Sie erreichen Körperlängen von etwa 13,5 bis 18 mm. Die Körperoberseite ist bootsförmig gewölbt, die Bauchseite stets abgeflacht. Der Luftvorrat dieser Wanzen befindet sich hauptsächlich auf der Bauchseite. Durch den positiven Auftrieb im Wasser dreht sich die Unterseite der Tiere nach oben. Auffallend sind die großen Augen. Die sind als sogenannte Doppelaugen ausgebildet. Die rückenseitige, dorsale und bauchseitige, ventrale Seite ist hinsichtlich der Facettenanzahl und der Pigmentierung verschieden. Der dem Licht zugewandte Teil ist besser organisiert und ermöglicht das genaue Sehen. Die dem Licht abgewandte Seite ist weniger spezialisiert und dient einem weiten Gesichtskreis als Bildsucher. Doch was macht Vertreter dieser Tiergruppe für den Menschen nun wirklich gefährlich? Es wurde gezeigt, dass diese Tiergruppen gefährliche Krankheiten übertragen können und das in mindestens 33 Ländern mit tropischem, subtropischem und gemäßigtem Klima, zum Beispiel Afrika, Südamerika und im westlichen Pazifik. Eine Gefahr für den deutschsprachigen Raum durch den Klimawandel bleibt abzuwarten. In den genannten Regionen wird aus Beobachtungen und Berechnungen vermutet, dass stechende Wasserinsekten, die zur Ordnung der Hemiptera, zu denen auch die Wasserwanzen gehören, als potenzielle Überträger von Mycobacterien ulcerans, Erreger einer gefährlichen Hautkrankheit Boruli ulcus, auftreten können. Boruli ulcus führt zu schmerzhaften Hautgeschwüren und kann tiefe Gewebeschäden verursachen. Das Bakterium, das Boruli ulca verursacht, gehört zur gleichen Familie wie die Erreger von Tuberkulose und Lepra. Es ist noch unklar, auf welchen Wegen sonst noch Menschen sich über die Umwelt mit Boruli anstecken können. Frühe Erkennung und Behandlung durch medizinisches Fachpersonal sind entscheidend. Vorbeugung beinhaltet das Tragen schützender Kleidung und die Vermeidung von Kontakt mit Wasser und Erde. Die Krankheit ist eine sogenannte vernachlässigte Tropenkrankheit und erfordert Sensibilisierung, Prävention und angemessene medizinische Versorgung. Ob unsere heimischen Arten auch dieses Bakterium übertragen können, was sie dann zu sogenannten Vektoren macht, ist noch nicht gezeigt worden und es bedarf weiterer Forschung. Nachdem das Bakterium hier aber bisher nicht verbreitet ist, können wir wohl erst einmal aufatmen. Ich hoffe, euch hat dieser Exkurs in die Tropen gefallen. Das Video hier im Abspann zeigt jedoch, dass sehr wohl bereits andere Überträger tropischer Krankheiten bei uns heimisch werden. Abonniere jetzt unseren Kanal und erfahre auch in Zukunft interessante Details aus der Welt der Biologie.